Das ist doch viel egal. Jetzt wird kassiert. Da ist doch schon Geschäftsschluss. Hätte doch Zeit ja, bis morgen. Morgen, morgen. Hier. Was ist denn das? Mein Lotteriescheid, was denn sonst? Also, wenn ich sie nicht kennen würde... Da rücken Sie schon mit raus. Was habe ich gewonnen? Haben Sie überhaupt so viel Geld in die Kasse? Sie machen Witze. Hier. 120 Mark. Was ist denn das? Ihr Gewinn, 120 Mark. Können Sie schön mit Ihrer Frau essen gehen, die wird sich freuen, wa? Ich habe keine Frau. Auf Wiedersehen. Schönen Abend noch. Ich komme mit. Hier, schließ ab. Um mein Geschäft zu betreten. Und in diesem Zustand? Bitte, Herr Dirksen, es tut mir leid, ich habe mich total bescheuert benommen. Entschuldigen Sie vielmals. Ich bin einfach durchgedreht. Hab gedacht, ich bin jetzt ein Krösus. Und können sich diese Unverschämtheiten leisten? Verstehe. Wissen Sie was? Wir vergessen das alles. Ja. Ich zeige diesem Herrn, wie tolerant sein böser Chef ist. Sie sind wieder eingestellt. Nur, Sie fangen so klein an, wie Sie gerade sind. Hier, fegen Sie. Na los, worauf warten Sie noch? Oder ist diese Beschäftigung unter Ihrer angekratzten Würde? Ja, Salon Dirksen. Der fegt gerade. Ich muss Herrn Bräutigam unbedingt sprechen. Ja, persönlich. Sofort, ja. Das ist von ungeheurer Wichtigkeit. Herr Bräutigam, schon wieder ein Gespräch für Sie. Oh, das tut mir leid. Ja, nun kommen Sie schon, der kann es sich nicht abweisen. Herr Bräutigam. Mensch, Herr Bräuling, ich bin Kamel, ich bin riesen Rhinoceros. Ich habe mir total vertan. Ich habe ja ganz vergessen, dass Sie eine andere Losnummer gespielt haben. Und die, Herr Bräuling, die hat haushoch gewonnen. 100.000 Mark. Sagen Sie das nochmal. 100.000 Mark. Irrtum ausgeschlossen? Ja, ich habe doch hier schwarz auf weiß auf meiner Liste. Ich gratuliere, Herr Bräuling. Danke, Herr Feldkamp. Herr Bräuling. Ja, es ist... Ein für alle Mal. Privatgespräche werden in Zukunft von diesem Salon aus nicht geführt. Ist das klar? Da könnten Sie recht haben. Ich kündige. Was? Ja. Ich mache einen eigenen Salon auf. Ich habe gerade das Startkapital bekommen. Was haben Sie? Glück gehabt, Mann. 100.000 Mark gewonnen. 100.000? Mark, ja. Da müssen Sie lange für arbeiten. Hier. Fegen Sie. Fangen Sie ganz klein an. Wir haben vorhin gesprochen, hoffentlich gibt es jetzt auch keine Sprachprobleme. Unsere nächsten Gäste haben sich jedenfalls alle Mühe gegeben, dass sie überall in der Bundesrepublik verstanden werden und nicht nur in der Kölner Bucht. Hier sind Sie, der Höhner aus der Domstadt am Rhein mit dem Kölsche Klüngel. Socke, Kütterin, wenn du Opas ganzen Sinn. Er trägt ne lange, dicke Mantel mit 20 Täschel drin. In jeder Täsch ein geheime Sach, er mädus dir jetzt über nach. Ja, der Kölsche Klüngel ist ein Geschenk vom Himmel. Er tweet gemagelt um je Tricks, ohne ihn läuft nix. Ja, der Kölsche Klüngel ist ein Geschenk vom Himmel. Er dreht je Magelt und je Tricks, ohne ihn läuft nix. Ein Pöttchen in der eine Dash für der Freund aus der Partei. Dem Vetter ein Wirtschaft, die Jod läuft, der Reig an der Brauerei. Ein Jodepartie, nicht ratzös, doch
Dorfe hat sie jetzt an der Füße. Ja, der kölsche Klüngel ist ein Geschenk vom Himmel. Et wird gemagelt und ihr Tricks, ohne ihn läuft nix. Ja, der kölsche Klüngel ist ein Geschenk vom Himmel. Et wird gemagelt und ihr Tricks, ohne ihn läuft nix. Alle Glück bekannt. Zu ja in Köln wird auch immer öffentlich geschannt. Doch läuft kleine Klüngelei, ist jeder Kölsche gern dabei. Ja, der Kölsche Klüngel ist ein Geschenk vom Himmel. Er dreht ihr Magel und ihr Tricks, ohne ihn läuft nix. Ja, der Kölsche Klüngel ist ein Geschenk vom Himmel. Es wird gemagelt und getrickst. Ja, der kölsche Klüngel ist ein Geschenk vom Himmel. Ohne ihn läuft nix. Ja, der kölsche Klüngel ist ein Geschenk vom Himmel. Es wird gemagelt und getrickst. Ja, der kölsche Klüngel ist ein Geschenk vom Himmel. Ja, unseren Gästen aus Köln, herzlichen Dank. Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Bis zum Montag. Wiederschauen. So. Ich an meine Haut nur Wasser und CD. CD-Creme pflegt meine anspruchsvolle Haut so mild. Ihr vertraue ich sogar mein Gesicht an. Meine CD-Creme. So mild und rein wie alles von CD. Tach, ich habe gehört, Briefmarken sammeln ist in. Wie geht denn das, junger Mann? Entweder Sie schnippeln die Marken Ihrer Fanpost aus, aber das dauert. Oder Sie bestellen per Abo direkt ins Haus. Und wenn Sie wollen, können Sie auch zu mir an den Schalter kommen, junge Dame. Gebombt, Herr Minister. Klein und faszinierend, schön und informieren. Sondermarken der Post, per Abo viermal im Jahr. Oder am Schalter, ist doch klar. Briefmarken, sammel doch auf. Hallo, ich bin's, der Kuschel von Kuschelweich. Schauen Sie doch mal, Kuschelweich spült so kuschelig weich, so richtig kuschelig weich. Und dabei duftet die Wäsche so frisch. Das Tolle ist, sie bleibt so frisch. Kuschelweich und Kuschelweich Superkonzentrat, die handliche Alternative. Thank you.
Was man hört, ist vom Feinsten. Wie man sieht, kommt's von Philips. Kompaktdisk für überall. Die neue CD-Soundmaschine von Philips. Jetzt kann Ihre Suppentasse was erleben. Suppen vom Feinsten. Ganze Champignons, die neuen Tafelfertigen von Unox. Tomatenstücke, viel Fleisch. Einfach erhitzen, servieren und probieren. Die neuen Tafelfertigen von Unox vom Feinsten, eben nach Gutshausart. Es ist ein beruhigendes Gefühl, dass mit einem Commerzbank-Privatkonto alle Buchungen für 3 Mark im Monat pünktlich erledigt werden. Auch wenn Sie mal länger unterwegs sind. Commerzbank, die Bank an Ihrer Seite. Du genießt den Tag, der viel bietet, gibst ihm Schwung, denn du bist jung. Die neuen M&M's gehören im Nu wie ein Freund dazu. Die neuen M&M's, leckere Milchschokolade in 2 Sorten. Schokolade mit Erdnüssen oder nur Schokolade. Alles bunt und knackig umhüllt. Schokolade, die jedem so gefällt. Die neuen M&M's. Die Milchschokolade schmilzt im Mund, nicht in der Hand. Die Reparatur war aber nicht billig. Das fehlt mir noch. Hartes Wasser hat Ihre Waschmaschine kaputt gemacht. Nehmen Sie kein Calgon? Calgon? Bei Calgon hat Kalk keine Chance. Dieser Heizstab ist total verkalkt. Der zweite Heizstab ist Calgon gepflegt. Er ist kalkfrei. Calgon sollten Sie immer nehmen. Egal ob bei 30, 60 oder 95 Grad. Und mit Calgon können Sie auch Waschmittel sparen. Waschmaschinen leben länger mit Calgon. Mit diesem Instrument kratzt der Zahnarzt harten, hässlichen Zahnstein weg. Nur Zahnstein kommt immer wieder. Jetzt gibt es neu von der Blendamed-Forschung Blendamed Formel Z mit einer Formel, die die Neubildung von Zahnstein reduziert. Zuerst kratzt der Zahnarzt den Zahnstein weg. Dann reduziert Blendamed Formel Z die Neubildung von Zahnstein. So kann nicht nur der Zahnarzt etwas dagegen tun, sondern auch Sie beim täglichen Zähneputzen. Blendamed Formel Z reduziert die Neubildung von Zahnstein.